Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAFMOVE-Video. Freunde, vor circa 4 Wochen erschien unser Gebrauchtwagen-Tipp-Video zur 5er Baureihe E60 und E61. Dort haben wir sämtliche AG-Fahrzeuge der Baureihe behandelt. Im heutigen Video geht es speziell um den M5 mit dem legendären V10 der Baureihe E60 und 61. Doch zuvor, schaut doch gerne auch mal bei unserem Zweitkanal Boxengasse vorbei. Dort laden wir regelmäßig Reactions zu automobilen Themen und euren Fahrzeugen, welche ihr uns bei Insta zusendet, hoch. Wenn ihr selbst live dabei sein wollt, folgt uns gerne bei Twitch oder auf www.bafmoove.tv. Links in der Videobeschreibung. So, nun genug gequatscht. Nun ab zum Gebrauchtwagen-Tipp. Los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Beginnen wir mit den allgemeinen Fahrzeugdaten. Der BMW M5 kam zuerst als Limousine mit der Bezeichnung E60 im Jahre 2005 auf den Markt. Der Touring mit der Bezeichnung E61 folgte im Jahre 2007. Der M5 Touring ist eine absolute Seltenheit auf dem Markt, denn er wurde weltweit nur ca. 1025 Mal gebaut und ist bis heute der letzte M5 Touring, der je gebaut wurde. Die Limousine hingegen wurde etwas über 19.000 Mal gebaut. Somit gehört der Touring nicht nur zu den selteneren M-Modellen, sondern ist allgemein in der Geschichte von BMW mit unter den seltensten Serienmodellen der Unternehmensgeschichte einzuordnen. Im Jahre 2010 wurde die Produktion des M5 eingestellt, da der E60 61 vom Nachfolger abgelöst wurde. Es gab auch einige hochgezüchtete Modelle von Tunern. Das wohl bekannteste Modell stellt hier der G-Power Hurricane RR dar, welchen es sogar als Touring gab. Dieser sprintet dank Bikompressoraufladung und 820 PS von 0 auf 300 in 25,6 Sekunden und hört erst bei ca. 362 km/h auf zu beschleunigen, was er nur aufgrund elektronischer Abriegelung macht. Der Weltrekord ohne Abriegelung lag hier bei 372,1 km pro Stunde. Wollte man den Wagen damals neu haben, musste man ca. 288.000 Flocken auf den Tisch legen. Für den Preis hatte man dann die schnellste Limousine und als Touring den stärksten Kombi der Welt. Motoren und Preise. Beim E60 E61 M5 gab es lediglich einen Motor über die gesamte Bauzeit. Dabei handelt es sich um den S85 B50, welcher auch beim M6 verwendet wurde. Ein 5 Liter V10 Triebwerk, bei welchem der Block in der Formel 1 Gießerei in Landshut hergestellt wurde. Es handelt sich dabei um ein freisaugendes Hochdrehzahltriebwerk, welches ab Werk bis 8250 Umdrehungen die Minute drehen konnte und dadurch auch seinen charakteristischen Formel 1 Sound rausschallert, für den dieser Motor unter Liebhabern so begehrt ist. In Europa gab es den M5 ausschließlich mit SMG. Lediglich in den USA gab es Ausführungen mit dem 6-Rang Handschaltergetriebe aus dem 550i. Im Sprint von 0 auf 100 legte der M5 serienmäßig in 4,7 Sekunden als Limousine hin, der Touring wird mit 4,8 Sekunden angegeben. Beim M5 gibt es auch verschiedene Fahrmodi, die die Motorsteuerung betroffen haben. So gibt es den Modus P400, wo der Motor auf 400 PS maximal begrenzt ist, P500, bei dem der Motor die volle Leistung von 507 PS abrufen konnte, und P500 Sport, wo der Motor die volle Leistung abrufen konnte und zusätzlich noch aggressiver am Gas hing durch eine bessere Steuerung der einzelnen Drosselklappen und kürzere Schaltzeiten. Abgeriegelt war der M5 ab Werk bei 250 km/h und mit dem BMW Drivers Package bei 305 km/h. Serienmäßig erreicht der M5 einen BAFMOVE Power Index Wert von 138, was schon recht beachtlich ist, denn damit liegt er nur 5 Punkte unter dem M4 F82, der deutlich jünger ist.
Wenn ihr den BAFMO Power Index für euer Fahrzeug ausrechnen wollt, könnt ihr es ganz einfach auf unserer Webseite www.bafmoshop.de gehen und eure Daten eintragen. Dann erfahrt ihr, welchen Wert euer Fahrzeug erreicht oder, wenn ihr Umbaumaßnahmen vorhabt oder sogar schon durchgeführt habt, welchen Wert ihr nun im Vergleich zur Serie habt. Probleme der Baureihe. Da es sich beim M5 ebenfalls um einen E60, E61 handelt, hat dieser natürlich dieselben Probleme mit der Elektrik wie die Nicht-M-Modelle. So ist hier beim Vorfacelift darauf zu achten, dass das Infotainment-System vernünftig und ruckelfrei funktioniert, auch bei heißem Wetter. Insbesondere bei den Touring-Modellen sollte man ein Auge auf den Heckkabelbaum haben, speziell im Bereich der Heckklappe, dieser bricht nämlich gerne an der Knickstelle. Bleiben wir im Heckbereich, hier gibt es nämlich leider weitere Anfälligkeiten. Ein Problem mit der Feuchtigkeit hat das Antennen-Diversity, welches beim Touring immer im Dachspoiler sitzt. Hier kann es ebenfalls dazu kommen, dass Feuchtigkeit eintritt und ihr keinerlei Radioempfang mehr habt. So viel zum Heckbereich. Doch kommen wir nun zu den größten Unterschieden von den normalen Modellen und dem M-Modell, dem Motor. Der V10 im M5 ist leider mitunter einer der anfälligsten BMW-Motoren und benötigt absolut penible Pflege, besonders bei sehr sportlicher Fahrweise, wenn man die volle Leistung oft abrufen möchte. Hier ist es unabdingbar, das Wechselintervall der Lagerschalen aufs Genaueste einzuhalten, besser noch sogar deutlich vorzuziehen. Das Fahrzeug sollte in allen Modis gut durchbeschleunigen. Am besten nimmt man bei der Testfahrt jemanden mit, der Erfahrung darin hat, wenn man selbst eher unerfahren ist. Denn ein beschädigter Motor kann beim M5 oft den finanziellen Ruin bedeuten. Er fragt also die Fahrweise des Vorbesitzers. Hat er das Fahrzeug warm und vor allem kalt gefahren? Wurde das Fahrzeug extrem sportlich oder eher moderat bewegt? Am besten ist es, wenn der Verkäufer eine Rechnung vorlegen kann, ob die Lagerschalen vor kurzem gemacht wurden, denn leider kündigen sich defekte Lagerschalen nicht an. Man bemerkt den Schaden erst, wenn dieser bereits vorhanden ist, durch sehr lautes Klackern, welches mit steigender Drehzahl auch lauter wird. Die Drosselklappen machen gerne Probleme, genauer die Stellmotoren und die Sensoren. Davon hat der S85 zwei Stück. Sollten diese defekt sein, meldet das Infotainment-System aber in den meisten Fällen einen Fehler mit der Motorsteuerung. Bemerkbar ist dies auch durch ein schlechtes Ansprechverhalten des Motors, besonders in höheren Drehzahlen, wenn dem Wagen einfach der Biss fehlt. Grundsätzlich ist zu sagen, man sollte bei einem M5 auf der Probefahrt auch höhere Drehzahlen ausfahren, sobald der Motor warm ist. Wenn der Verkäufer demgegenüber eher eine negative Haltung einnimmt, ist hier wahrscheinlich schon etwas im Busch. Die Vanos ist beim S85 leider auch sehr anfällig. Diese rasselt sehr gerne, was einen Schaden bereits ankündigen kann. Hat der Motor aber seine volle Leistung am ganzen Drehzahlband, ist noch kein Eingreifen vonnöten. Sollte aber im Hinterkopf behalten werden, dass man hier wahrscheinlich bald eine teure Reparatur durchführen darf, denn das Fahrzeug hat zwei Hochdruckvanus-Einheiten. Ölverbrauch. Dieser ist bei S-Motoren und sportlicher Fahrweise leider nicht wirklich zu verhindern. Achtet hierbei also, dass das Fahrzeug immer gut mit 10W60 gefüttert und auch immer der Ölstand zwischenzeitlich geprüft wurde. Denn gerade bei hohen Drehzahlen ist es überlebenswichtig für den Motor, einen konstanten Ölfilm zu haben. Die Leerlaufregler beim V10-Triebwerk gehen auch gerne mal kaputt. Diese machen sich dann durch einen unruhigen Leerlauf bemerkbar. Der Leerlauf sollte nach dem Kaltstart konstant auf dem einprogrammierten Level bleiben und nicht schwanken. Die Kupplung ist leider auch sehr anfällig beim M5, was an den hohen Drehzahlen liegen kann. Hier sollte man prüfen, ob die Kupplung durchrutscht. Wenn beispielsweise die Drehzahl sich schnell erhöht, der Wagen aber nicht merklich schneller wird, rutscht diese gerade durch. Das sind die größten spezifischen Baustellen, die man bei einem M5 beachten sollte. Grundsätzlich sollte man sich lieber ein gepflegtes Modell holen, da ein schlecht gepflegter M5 finanziell sehr schnell zum Fass ohne Boden werden kann. Diese Problemliste könnt ihr auch praktisch mit unserem Gebrauchtwagen-Tipp-PDF ausdrucken und zur Begutachtung mitnehmen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ausstattung. Die Ausstattung beim M5 unterscheidet sich nicht stark von dem der AG-Modelle. Die größten Unterschiede gibt es hier wohl in den sportlichen Aspekten, wie beispielsweise verbreiterte Kotflügel um 25 mm vorne, Entfall der Nebelscheinwerfer, M5-Kiemen in den Kotflügeln vorne, M-Differentialsperre, Head-Up-Display mit einer M-Darstellung, M-Sportlenkrad mit Schaltwippen und am wichtigsten hier das M-Tacho mit weißer Hintergrundbeleuchtung und dem erweiterten Umfang bis 330 km/h und dem Drehzahlfeld von bis zu 9000 Umdrehungen die Minute. Und noch vieles mehr. Wie man merkt, ist der M5 weiterhin eine Limousine oder ein Kombi der oberen Mittelklasse, welcher nicht nur beim Antrieb allein die Motorsportgene zeigt.
Zum Abschluss bleibt nur zu sagen, der M5 mit dem V10-Triebwerk ist ein Fahrzeug für absolute Liebhaber, die ihr Fahrzeug gerne hegen und pflegen. Denn diese Liebe braucht er auch dringend, um nicht mit vielen bösen Überraschungen aufzuwarten. Grundsätzlich solltet ihr den M5, für den ihr euch interessiert, immer Probe fahren und auch, wenn möglich, auf der Autobahn das gesamte Drehzahlband mal benutzen. Achtet hierbei darauf, dass das Öl auf mollig warm 90 Grad Celsius ist, sonst geht euch der Verkäufer noch an die Gurgel, wenn ihr sein Fahrzeug kalt tretet. Es lohnt sich beim M5 auch immer zweimal hinzuschauen, um wirklich sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist. So Freunde, das war's mit dem BAVMO-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Wenn ihr live mit uns über Gebrauchtwagen und alle weiteren Fahrzeugthemen philosophieren wollt, dann vergesst auch nicht, bei uns bei Twitch auf www.bavmo.tv zu folgen oder die Highlights auf unserem Zweitkanal Boxengasse anzuschauen. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure BAVMO-Crew.